Servus und willkommen bei einem neuen Let's Play, und zwar bei Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ich möchte nur dazu sagen, dass es ein sehr großer Wunsch von mir war, dieses Spiel zu machen, auch wenn es schon älter ist, aber es ist immer noch mein absolutes Lieblingsspiel. Und warum? Das werde ich euch jetzt zeigen. Ich denke, wir fangen auf Privatdetektiv an, ne? Und wir hören uns einfach mal alles an. Wenn ihr das Englisch nicht versteht, ich habe die Untertitel mit an, also ihr werdet auch alles sehen. Bla bla bla, bla bla bla. Los geht's. Arkham Sanatorium. 6. Februar 1922. Now, fully see. My last case opened in me a new fear, a real fear, a fear of myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. Einer der geilsten Songs überhaupt, die jetzt kommen. Muss ich dazu sagen, sorry. Ich wollte die Spannung nicht unterbrechen. Spieltipps sind momentan aktiviert. Naja, egal, oder? 6,5 Jahre zuvor. Jack Walters. Unser Protagonist. Ich glaube, das ein... Nee, Quatsch, nicht das einzige das Mal, dass man ihn sieht, weil es ist einer der wenigen Ego-Shooter, wo man seinen Charakter wirklich im Spiegel sehen kann. 6. September 1915, Massachusetts. Tut mir leid. Eine kleine Sache, die ich schnell nachsehen muss. Und zwar... Quatsch, die Steuerung. Lalalala. Okay, hat sich schon erledigt. Ich bin ziemlich satt, mit der Maustaste die Türen zu öffnen wie im Nisha, weil hier ist es nicht so gut gemacht. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any. Victor? Okay, he's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash, hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who've we got out here? Eh, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. And now we are here. Wir können unterscheiden zwischen langsam laufen natürlich und schnell.
Wir sehen schon so die Autos und alles, das ist etwas älter. How you doing, kid? Good, sir. Is it true what they say about you? Depends on what they're saying. That you've cracked cases where there was no evidence. You shouldn't believe everything you hear. Right. Dann wollen wir mal. Ah, ich mag einfach dieses alte Artwork da von Häusern und allem möglichen. Jack, Officer Nichols will brief you at the top. Okay, dann gehen wir mal zu Officer Nichols. Something must be wrong. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Sehr, schon mal sehr vertrauenswürdig. Ah, ich mag einfach... Seht ihr das? Seht ihr das? Da oben in den Fenstern, wo da Leute drin stehen und alles. Okay, beeilen wir uns mal, beeilen wir uns mal. Scheiße! Scheiße, 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 nicht mich! Not me, not me, not me, not me, not me, not me. Fine! Gott! Was ist da noch? Oh mein Gott, das ist ja ein richtiger Fighter. Okay, okay, schnell rein ins Haus, schnell rein. Schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Warum geht die Tür nicht zu? Aber okay, okay. Okay, okay, Tür zu, Tür zu. That's simply strange. Looks almost like a flaming eye. I should take a closer look. Cthulhu. Oh, wunderschön. Würde ich mal sagen, ja, ich habe noch nicht weiter gespielt. Ich habe mal kurz reingeguckt. Würde ich mal sagen, wir speichern gleich. Nicht, dass hier irgendwas passiert, ne? Bro! Oh Gott, die Lampe, Chief. Alles okay, Bro? Bist du nackt? Warum bist du nackt? Warum bist du nackt? I don't get it. An old wardrobe. Okay, okay, schieß nicht auf mich, Jungs. Ich bin's nur. Ich mach die Tür hier zu, dann kannst du in Ruhe sterben. Okay, okay. Was man dazu sagen muss, da sieht man meinen Herzkreislauf. Wenn ich angeschlagen bin, also verletzt bin, dann heißt es nicht, dass ich mich irgendwie heilen kann, sondern ich muss ganz bestimmte Sachen besitzen, um mich heilen zu können. Beispielsweise bei einem Knochenbruch muss ich bestimmte Bandagen besitzen, um mir ein Ding zu machen. Hier sieht man, was alles verletzt werden kann. Der Kopf mit Bandagen geheilt. Manche, alles heilt nicht alles, alles. Und man sieht es natürlich auch und man merkt es vor allem auch an der Fortbewegung des Charakters, wenn er humpelt oder irgendwie sowas. Okay, ist hier sonst... Boah. Und natürlich die geistige Gesinnung, also dieses Verschwommene, das hat jetzt nichts mit meinem PC zu tun, sondern das gehört da einfach dazu, dass mein Charakter, wenn er zu viele krasse Sachen sieht, sagen wir mal, kann er auch Selbstmord begehen, wenn es einfach die seelische Belastung zu groß ist. Ja, ist wirklich so. Ist schon passiert. Puh. Alter, geh weg von dem Fenster. Schnell, schnell, geh weg. Du weißt doch, die erschießen dich. Don't shoot. Ja, I'm unarmed. Schieß ins Zimmer. We've been expecting you, Mr. Wall. Na klar. Ist klar. Habe ich mir gedacht. Damn. Wird sofort erschossen. Oh, was ist das? It sounded like he was gonna get a key. Could come in handy. Ein Kupferschlüssel mit einem eingravierten S am Schaft. Okay. Ja, also man hat hier natürlich auch viele Mementos, aber ich werde die nicht alle vorlesen. Wer will, kann das jetzt hier stoppen und sich das angucken, weil das dauert halt einfach eine gewisse Zeit und ich will nicht zu viel Zeit damit verplempern. Ja. So, dann würde ich mal sagen, wenn ich einen Schlüssel habe für S, dann schauen wir mal runter. Ich speichere aber jetzt hier mal. Ah, okay. It's the wrong key. It's locked. Okay, it's the wrong key. It's unlocked. It's unlocked. Okay. Zimmer. Hier ist noch ein Schlüssel. Another key. This should fit the door across the hall. Wow, sind es lauter Bilder von mir? Ja. The fire is still burning.
sieht aus wie Bilder von mir. Fuck. It's unlocked. Oh, eine Bibliothek. Okay, aber ich mach die Tür nochmal lieber hinter mir zu. What the fuck is this? Sieht aus wie ein blinzelndes Auge von einer Frau, aber okay. Not my thing. Hört ihr das? Oh, hier kann man uns sehen. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. Ich kann sie auch hören. Oh, okay. Shit. That did not sound good. Das klingt echt nicht gut. Kann ich das da oben zumachen? Nein. Aber wie es hier weitergeht, das würde ich mal sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch schon mal für den Einstieg gefallen und glaubt mir, das Spiel wird noch viel schlimmer. Bis zum nächsten Mal. Euer Ernie.